Hallihallo und willkommen bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch, der Tibra. So ist es. Wir sind vor dem nächsten Hortentag. Jupp. Wir werden ein bisschen was vorbereiten noch, oder? Ja. Ja. Was nehmen wir alles mit? Wir wollen das wieder drüben machen. Glaube ich. Ja, hätte man gesagt. So, was nehmen wir denn? Ich habe das Eisen schon rausgenommen. Okay. Was zu trinken in Hülle und Fülle. Dann machen wir es so. Wie viele Pulzen habe ich denn? Schmackholz. So, das gehen wir schnell da rein. Stahl, was wir produzieren müssen. 115 Bolzen wird reichen, oder? 38 Munition für die Pumpgun. Ja, wir kommen ja eh noch mal rüber, ne? Okay. Es ist ja erst in der Nacht um 42er. Ja, stimmt. So, Holz. Ich werde noch ein paar Zinssoldaten aufstellen. Ja, stimmt. Holz sollten wir mitnehmen. Ich nehme nochmal 10.000 mit. Lass mich rein. Ja, ist ja schon. Ja, jetzt. So. Haben wir irgendwo schon fertige Zinssoldaten? Unten. Unten, ja, stimmt. Na dann. Wir sind ja noch gar nicht fertig geworden mit den Häusern zum Looten. Nein. Schade. Da haben wir noch ein bisschen was. Ja. Der Garten wäre auch schon wieder zu ernten. Ja, es gibt genug zu tun. Gut. Kann man eigentlich die Munition aus der Pistole rausnehmen? Ah, oder? Habe ich noch nicht probiert. Ich bin schon mal draußen. Achso, ich wollte was mitnehmen. Ja. Die Woodbags, da sind auch 1020 Eisen. Ja, die nehme ich auch noch dazu. Soll ich den Concrete Mix, wo wir irgendwas aufwerten? Also genug geht noch. Naja. Da müsstest du aber oben die Reapers dazu annehmen. Ne? 96 sind da. Ja. Mach mal. Ich nehme mal ein paar mit. Schadet ja nicht, ne? Ich werde den Stacheldrahtzaun da mitnehmen. Und die Eisenstangen könnten wir mitnehmen. Ja, am Dach wächst auch schon alles sehr gut. Vor dem Zaun rotten sie sich schon wieder zusammen. Das ist alles zugemacht, ja. Jetzt schauen wir, dass wir rüberkommen, weil dann ist da Ruhe. Da liegt schon wieder ein Hundering und das geht's ja nicht, bitte. Kann nicht wahr sein, oder? Ja, keine Ahnung, wo der herkommt. Ich glaube, das Das Gelände ist zu groß. Ja. Nächste Staffel wird wieder ein kleineres Gebäude. Klein, aber fein gebaut, ja. Das funktioniert nämlich nicht mit größerem Gelände. Die spawnen in einem gewissen Radius zum Spieler und es ist teilweise mitten in unserem Gelände. Ja. So, haben wir in dieser Zwischenkiste auch irgendwas drinnen? Das wäre toll für also die zuschauen, wenn ihr einen Multiplayer-Server habt und ihr wollt für also einen kompletten Clan oder so ein Gebäude und spielt auf der Navetskana, dann ist das Gebäude für euch das Richtige. Na, dich brauche ich. Mist. Ja, auf unserem Zaun dort so die Kloppen. Jetzt haben wir eh schon die Schwierigkeit, dass wir runterstehen.
Ja gut, wir sind aber auch mittlerweile relativ weit, ne? Gut ausgerüstet. Ja, ich glaube, das Gebäude macht da viel aus. Größer. Ah, da kommen noch welche. Ja. Die Zappler. Da kommt noch eine. Dann nimmst du. Ja. Und das sofort gemeinsam schießen. So. Tritt im Stehen, triff ich fast nicht mit der Armbrust. Echt? Ja. Ja. Na, wenn sie weiter weg sind. Zappeln kann. Ein Loch im Zappel findet, das kann ja wieder sein. Glaub. Irgendwo murrt noch einer. Ah ja, da vorne. Oh, am vorne, am Zaun vorne, ums Eck. Was ist das? Tonnenweise stehen sie da. Ah ja. Au! Au! Was, Hund? Na, ich jedes Mal bin ich gestunt. Jedes Mal. Oh, oh, Hund, 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 Scheiße! Ja, ich bin's gut. Nein, jetzt habe ich diese Fuck-Pistole, die keine Munition mehr hat. Ich habe zuerst überlegt, ob ich es verwenden soll oder nicht. Wo ist er? Keine Ahnung. Ah, Scheiße! Nein, ich baue nichts auf. Jetzt ist er bei mir. Ist er bei dir hängen geblieben? Ja, ich habe ihn. Na, dann kann ich. Ich habe ihn schon erledigt. Dann kann ich da wechseln. Oh Scheiße, ich blute. Hast ach du dabei? Kacke! Oh. Ah. Ich habe nur überlegt, ob ich mir die neue Pistole reingebe oder nicht. Dann denke ich mir, na, da hast du noch eine Patrone drin. Scheiße. Na, steh auf, Mädchen. Das ist auch ein Grund, warum das nächste Gebäude gebaut wird. Ja, die Stadt. Immer in einer Stadt. Jedes Mal die 100, jeden Tag. Ja, die Staffel ist bald vorbei. So. So, jetzt habe ich nichts erinnern. Na, ich könnte schnell raushuschen. So, es ist keiner da. Jetzt sind sie alle weg. So, jetzt liegt ja die. Was so, die verschraubt man da gleich. Die Pistole. Ja, jetzt liegt natürlich die mit den Patronen draußen. Und kurz bevor es mich zerlegt hat, habe ich mich schon gewechselt. Ah, okay. So.
Das nächste Mal wird in der Pampa gebaut. So, ich laufe mal ein Stück vom Gelände weg. Yep. Ich komme hier schon. Pack mal das Zeug rein. Gute Idee. Komm auch gleich. Ich habe noch was zu dazugeben. Unser Wald. Ja, genau, unser Wald. Hat jetzt wirklich schon eine schöne Größe. Und den können wir. Alles Riesenbäume. Gleich rumholzen. Du hast das ganze Eisen dabei, gell? Ja. Sehr gut. Sag einmal die Birken. Birken spawnen zufällig? Ich glaube. Wenn du sie isst? Ich glaube. Okay. Ich bin mir nicht sicher, wie das mit den Birken ist. Ach, da vorne kommt ein Schweinchen, ja. Ja, das sind Zombies rundherum. Okay. Die Straße. So, jetzt so viel Holz wäre nicht fällen. So, das Schweinchen. Oh, da ist ein Hirsch auch noch. Ich hab stehen Hirsch. Nummer 1. Was ist mit dem Schweinchen? Ja, was ist mit den Zombies? So, jetzt. Gut, dann nehmen wir sie mal da den Hirsch. Soll ich die Sau nehmen? Kannst du machen. Hinter mir ist sowieso ein Idiot hier. Ist egal, ob ich Fleisch dabei habe oder nicht. Gell, Schweinchen? Ja. Ah, ich sehe ihn. Übernehmen die nochmal. Jawohl, er liegt. Und drauf auf den Kopf. Das Müllsäcke und das müsste doch alles schon mal gefüllt sein. Ich weiß nicht, ob das schon Respawn war. Nein. Leider nicht. So, dann bauen wir sich da mal schnell worauf. Okay. Damit wir das Fleisch wegbringen. Da schaut's aus. Ist auch schon wieder gewütet. Ja. So, dann kommt gleich mal das Fleisch da rein. Da muss man. Okay, ich stehe noch raus und schaue, ob irgendwas kommt. Da mal Knochen. Das schmeißen wir da unten rein. So. Ah, da haben wir beim letzten Mal gar nicht alles rübergeholt. Ah ja. So ein paar Drohnen herinnen. Gut, dann werde ich gleich jetzt mal unten mit dem Eisen beginnen. Mhm. Da ist nur Biker. Da ist ja jede Menge Zeug. Ja, wir haben glaube ich einiges liegen lassen. Und das ist Brennmaterial.
Ah, da ist auch noch Eisen. Das ist schön. Und da sind so Spitzen. Ja. Und noch einmal Stacheldrahtzaun. Den habe ich mir auch mitgenommen. Hol ich mir gleich. Hm. Ja, oh, sehr schön. Da können wir noch ein paar 10 Soldaten aufstellen. Gut. Hm. Wie machen wir das? Soll ich in einem bestimmten Abstand aufstellen? Was dann? Was ist, dass ich 3 freilasse und dann die... Also ich würde nicht nur mehr. Nicht? Nein, ich würde eher das, was da ist, aufrüsten bzw. reparieren, weil ein paar dazwischen fehlen schon wieder. Ah, okay. Was ich so gesehen habe. Ja. Wie du willst. Okay. So, ich brauche Spitzen. Du, haben wir eigentlich schon die Zeit fertig? Nein, no, das dürfte dann später angefangen haben. Okay. Ach, wie heißen sie denn? Wie heißen die Holzspitzen? Holzspitzen? so, du hast das alles in Deutsch. Ich hab die bei mir nicht. Ah, da, Holzstacheln waren es, genau. Das ist ein Name. Mhm. So, ich werde da mal 20 anfertigen. Von den Stacheln oder von den Runden? Nein, von den Stacheln, weil da sind ein paar weg. Da fehlen einige. Okay. So, und währenddessen werde ich den Rüsten. Ich habe keine da die Holzstacheln aufstellen, die vielen. Ja, ich habe eh. Okay. Ein paar dabei. Ja, dann können wir hier uns aufrüsten. Und ich repariere halt. So, du wirst ausgenommen. Hat die nächste Quelle. Ich auch noch vor. Einmal so, einmal so. Aber es ist alles in Ordnung. Aufpassen. Ja, ja. Ah, ja. Herum die untere Reihe, falls dann nur was überbleibt, was ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass man die Reise im Kopf hat. Es geht ziemlich schnell was weg, gell? Mhm. Vielleicht sollte man irgendwer vielleicht gleich auf die Suche gehen, alles scrappen, was wir wischen. Für mein Minibike, das geplant.
Das dann nehmen wir weg. So. Hirsch, Hirsch am Hang. Ah, okay, und da vorne brennt einer. Ja, aber den lasse ich jetzt. Ist mir relativ schnurz. Ich glaube, da habe ich auch keine Erinnerung. So, dann rüsten wir da die Länge auf. Eisenrohre kann ich scrappen, oder? Kannst scrappen, ja. Aber geht.